Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Heute am 2. Dezember, also quasi schon das zweite Türchen von eurem Adventskalender. Und ich würde sagen, ich verkünde jetzt direkt mal den heutigen Gewinner meiner großen Adventsverlosung, wo ich ja jeden Tag 100 Euro an V-Bucks raushau. Und der heutige Gewinner ist der liebe EinfachVincent81. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich habe dir auch schon auf Instagram geschrieben wegen deinem Gewinn, also schau dort gerne mal rein. Und falls ihr auch heute dieses 100 Euro V-Bucks-Paket gewinnen wollt, also diese 13.500 V-Bucks, die ich hier jeden Tag verlose, dann könnt ihr gerne jetzt noch am Gewinnspiel teilnehmen. Das geht jeden Tag. Ihr habt jeden Tag wieder neu die Chance. Alles, was ihr tun müsst, um die V-Bucks zu gewinnen, ist mich einfach nur als Creator einzutragen. Also kurz in den Shop zu gehen, wenn ihr eine Runde Fortnite spielt und dort Snoxy als Creator einzutragen und mir ein Foto davon auf Instagram zu schicken. Alternativ auch gerne per E-Mail oder über Twitter. Alle Infos dazu sind unten in der V-Beschreibung. Einfach nur Snoxy dort eintragen und mir das schicken. Und ja, schon könnt ihr jeden Tag 100 Euro in V-Bucks gewinnen. Plus nochmal am 24. Dezember eine Konsole eurer Wahl. Also ja, nehmt unbedingt teil, falls ihr das gewinnen wollt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum heutigen Shop. Und zwar haben wir da einen neuen epischen Skin drin, und zwar den Guanju für 1500 V-Bucks zusammen mit einem ziemlich coolen Schild auf dem Rücken, wie ich finde. Alles in so einem grün-goldenen Style. Dazu noch einen langen Bart. Ja, schaut eigentlich ganz cool aus. Könnt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Skin hier in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Ich denke, ich werde auch gleich noch ein bisschen Gameplay für euch aufnehmen, also euch hier ans Ende des Videos noch ein bisschen Gameplay von dem Skin schneiden, dass ihr natürlich auch wieder seht, wie der denn überhaupt in-game ausschaut. Ja, deswegen werde ich mir den jetzt auch direkt mal holen. Ich glaube, das war einer der Skins, der jetzt schon eine Weile geleakt war. Viele haben ja auf den gewartet. Heute ist er auf jeden Fall da. Und dann zeige ich direkt die Hacke und den Gleiter. Die Hacke finde ich ziemlich cool. Die heißt, oh Gott, Guandao. Ja, für 800 V-Bucks. Ich spiele mal den Sound ab. Den finde ich nämlich ziemlich cool. Der gefällt mir auf jeden Fall. Dazu ist hier noch so eine kleine Glocke, glaube ich, soll das sein dran. Und ja, auch vom Design her finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Und dann haben wir noch den Gleiter dazu, den himmlischen Drachen für 1200 V-Bucks. So ein großes Ruderboot. Ich zeig's mal hier von allen Seiten. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist halt wieder recht aufwendig modelliert. Ich spiele nochmal hier kurz diese Animation ab, wie er reinfliegt, der Gleiter. Ja, gefällt mir, ist auf jeden Fall schön aufwendig gemacht. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir mal wieder den Cloaked da drin. Nachdem der jetzt eine Weile nicht im Shop war, war jetzt vor, ich glaube, so ein, zwei Wochen war er im Shop. Und jetzt halt direkt wieder. Also, ja, bringen sie ihn anscheinend doch etwas häufiger. Ich finde ihn ziemlich cool, weil er einen recht anderen Körperbau hat. Ihr seht schon, der ist halt etwas dünner als die anderen männlichen Skins, was ich ziemlich gut finde. Also, ist mal halt ein bisschen Abwechslung. Deswegen kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Und dann haben wir noch den Waffenexperten drin für 1200 V-Bucks. Ein recht schlichter Skin, aber ich weiß, dass viele den feiern, besonders wegen diesem Helm. Ja, kann ich also für 1200 V-Bucks auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die sexy Schräglage endlich mal wieder für 500 V-Bucks. Ein sehr beliebtes, ich wollte schon Skin sagen, ein sehr beliebter Emote. Gerade weil es halt mal was komplett anderes im Vergleich zu den ganzen anderen Emotes ist. Oh, wow. Danke, super Siri. Da geht mein Siri an. What the fuck? Wie, kennt ihr das, wenn Siri einfach random angeht? Sorry, auf jeden Fall spiele ich den Emote mal ab. Was für ein Fail. Genau, ich finde auch noch cool an dem Emote, dass es so ein bisschen Gameplay-Einfluss hat. Ich weiß, es steht hier immer da, diese Gegenstände können nur dein Aussehen, bla bla bla, ne? Kein Spielvorteil. Aber ich finde, dieser Emote hat einen kleinen Spielvorteil, denn es gibt so viele coole Clips, wo man sich hinter irgendwie eine Badewanne legt oder hinter irgendeine kleine Box oder so. Einfach, weil wenn man sich hinlegt, man halt so, ja, so klein auf dem Boden ist, kann man halt für coole Trickshots und sowas benutzen, für solche Highlight-Clips oder so, wo man dann hinter so einer Deckung hervorspringt, weil der Gegner nicht gesehen hat. Das finde ich ziemlich cool gemacht, dass man das halt mit diesem Emote so ein bisschen, ja, machen kann. Deswegen, ja, dafür kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. 500 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall in Ordnung. Und dann haben wir noch die Battle-Pass-Stufen drin. Ja, weiterhin 600 V-Bucks für 10 Stufen plus 500 XP. Dann haben wir noch die Imperiums-Hacke. Leider nicht so mein Fall. Am Anfang fand ich ihn ganz cool. Am Ende dann irgendwie jetzt kaum noch gespielt. Also würde ich, glaube ich, insgesamt eher nicht empfehlen. Und dann haben wir im letzten Slot des heutigen Tages die Fingerpistolen für 200 V-Bucks. Genau, man schießt einmal so ein bisschen durch die Gegend mit den Fingern. Ja, kein Must-Have-Emote. Jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Ich würde sagen, ich springe jetzt direkt mal in-game. Komm, ich, Leute, ich hole mir den Gleiter direkt. Ich will euch ja hier den direkt mal zeigen. Holen wir uns noch die Hacke. Zack. Und dann springe ich direkt mal in-game hier live mit euch. Ich würde sagen, das funktioniert ja am besten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal kurz direkt in-game an. Hier nochmal kurz der Shop in der Zeit. Ja, ihr könnt mir gerne mal wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und, wie gesagt, ihr könnt mich gerne als Creator eintragen. Das kann ich ja nur mal kurz sagen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach nur hier Snoxy eintragen. Und mir davon ein Foto auf Instagram schicken. Auf Instagram heißt ich Snox. Also quasi wieder ohne das I. Ja, einfach mir davon ein Foto machen. Und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose jetzt jeden Tag 100 Euro an V-Bucks. Plus nochmal am 24.
25. Dezember gibt es nochmal eine Konsole eurer Wahl, also PlayStation, Xbox und so weiter, je nachdem, was ihr wollt, Nintendo Switch. Ich habe auch überlegt, ich muss mir selber meine Switch kaufen. Ich finde die Switch ziemlich geil, ich habe selber keine. Ich verlos eine, aber habe selber keine. Ich mal gucken, vielleicht tue ich mir zu Weihnachten eine. Genau, also das ist der neue Skin, schaut schon mal ziemlich cool aus. Mir gefällt die Kopfform, die sieht ziemlich nice aus. Das ist mal was komplett anderes, oder? Also dieses, das ist so ein, weiß nicht, so ein Dreieck sieht es aus. Das gefällt mir nicht ganz gut. Gucken. Okay, wenn man quasi zoomt mit der Waffe. Das gefällt mir. Auch das finde ich cool, dass der Mantel sich so bewegt. Habt ihr das gesehen, dass der Mantel so hoch geht? Das fand ich schon bei der Pestfrau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich denke, ihr wisst, welche ich meine. Die beiden Pestskins, da die Frau, die hat auch so einen Mantel gehabt. Wo mir das sehr gut gefallen hat, dass der sich so mitbewegt. Gucken, beim Fliegen. Ja, da bewegt er sich ein bisschen mit. Okay, man sieht auch, der ist nicht ganz so förmig. Der ist rechts ein bisschen größer. Finde ich aber nicht störend. Ich lande jetzt hier einfach mal irgendwo. Ich meine, wir spielen jetzt hier eine Solo-Runde, aber ich will einfach nur ganz kurz den Skin anschauen. Deswegen landen wir mal einfach hier schnell irgendwo um nirgendwo. Okay, Gleiter. Ah, okay, er hat auch so Lampen dran. Das gefällt mir. Ich finde es gut, wenn die Gleiter mal so ein bisschen aufwendiger gemacht sind. So, dann landen wir hier einfach mal kurz beim Baum. Können wir direkt mal den Baum fällen. Okay. Ja, gefällt mir der Skin. Könnt ihr, wie gesagt, mal gerne eure Meinung zu dem Skin auch in die Kommentare schreiben. Den Backpack, denke ich mal, werde ich für einige andere Skins gut nutzen können. Vor allen Dingen könnte man den wahrscheinlich für meinen Sergeant Greenkley Skin benutzen. Den spiele ich ja sehr gerne, aber dafür habe ich noch keinen perfekten Backpack. Vielleicht würde es dieser hier. Ich werde jetzt hier noch kurz eine Kiste holen und dann nochmal kurz emoten. Ist eine Kiste da? Yes, es ist eine da. Jo, also das war es jetzt eigentlich schon zu diesem kleinen Gameplay-Video. Ich werde das Video jetzt hier noch schnell schneiden, euch hochladen und beziehungsweise erstmal rendern und dann hochladen, dass ihr das natürlich wie jeden Tag pünktlich um 6 Uhr online habt. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen jetzt hier noch einen Emote. Wie immer machen wir am besten Zahnseide. Mein Lieblings-Emote übrigens. Zack. Genau, also das war's dann zu dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und dann würde ich sagen, habt ihr alle noch einen entspannten Sonntag. Vielleicht gibt es nachher noch wieder einen neuen Stream. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne nachher vorbei. Und jo, bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss.